Hi ihr Lieben, ich zeige mich heute in einer Phase, wo es mir nicht so gut geht. Der Heilungsweg ist leider nicht geradlinig, der geht eher so. Ja, irgendwie so. Im Moment geht's. Ich habe gerade wieder so eine Phase, wo innerliche Unruhe sehr spürbar ist, wo die Gedanken sehr laut sind, wo ich nicht schlafen kann. Und ja, das gehört halt auch einfach dazu. Es gibt einfach Tage, an denen ich mich so fühle und mich echt dazu, was heißt zwingen, aufraffen muss, Gutes für mich zu tun. Am liebsten würde ich mir da einfach nur die Decke über den Kopf ziehen und ich weiß aber, dass das nicht der Weg ist. Und ich möchte neue Wege gehen und raff mich dann dazu auf, mir Gutes zu tun, mir was Gutes zu essen zu machen, mal rauszugehen mit dem Hund, auch wenn es schwer fällt. Aber ich spüre dann einfach, dass es schon was bringt. Und ich richte mich immer wieder darauf aus, wo ich hin will. Ich sage mir immer wieder Liebe, Frieden, Freude, Freiheit. Auch wenn die Gedanken laut sind und ich manchmal das Gefühl habe, wieder da einzubrechen, bin ich doch der Meinung, dass es immer besser wird. Und genau, dass wir da auf jeden Fall wieder rauskommen können, weil ich habe ja auch bereits die Erfahrung gemacht, dass es immer wieder rausgeht, dass es manchmal halt auch einfach länger dauert. Genau, aber dass wir da auf jeden Fall den Weg wieder rausfinden und genau, das wollte ich einfach nur mal teilen, weil es einfach auch wichtig ist, dass man sich in so Phasen zeigt, wo halt fast gar nichts geht. Und auch wenn es schwer fällt, die anzunehmen, und mir fällt es auch verdammt schwer manchmal, weil es dann auch manchmal zu Zeiten kommt, wo es eben nicht so passt. Aber das können wir uns leider nicht aussuchen und ich weiß, dass ich auch daran wieder wachsen werde. Genau. Ich wünsche euch alles Gute und bis bald. Ciao.